Hallo! Fordert dich die aktuelle Weltlage manchmal auch etwas heraus? Durch die vielen Medienberichte und Corona-Maßnahmen ließ sich ja fast unverkennbar erkennen, worauf vieles hinausläuft. Zum Beispiel den sogenannten freiwilligen Impfzwang. Es ist dir ganz freigelassen, bei Nichtimpfung kommst du halt einfach nirgends mehr rein. Oder du darfst nicht mehr in andere Länder verreisen, es ist dir ganz frei. Oder dann die Bargeldabschaffung, weil es so gefährlich ist wegen den daran haftenden Viren. Ja, selbst die breitflächige Funktionsfähigkeit und Einsetzung eines RFID-Chips, das meint eines Radiofrequenz-Identifikationschips, scheint durch die ganze Technologisierung und Aufrüstung mit 5G direkt vor der Tür zu stehen. Vor 12 Jahren, als ich meine Lehrabschlussarbeit über dieses Thema schrieb, über Radiofrequenzidentifikation, schien das noch total utopisch. Man dachte, es wird niemals so viele Empfangs- und Lesegeräte geben können für diese Chips. Das wäre nicht möglich. Doch mit 5G ist das kein Problem mehr. Leider nun sagen zu diesen vielen unangenehmen Themen noch so viele, ja, da kann man eh nichts machen. Doch stimmt das wirklich, dass man gar nichts machen kann? Eine kleine Alltagssituation hat diesbezüglich Bände zu mir geredet und ich möchte sie euch kurz erzählen. Da unsere zwei kleinen Jungs, Arnold und Joshua, in der letzten Zeit am Morgen oft etwas früher wach waren, sagte ich ihnen, dass sie sich schon einmal alleine anziehen sollen, bis ich komme. Joshua könne doch Arnold helfen, da Arnold es noch nicht alleine kann. Es ging aber nicht lange, kamen beide konsterniert zu mir, dass sie es einfach nicht schafften. Im Erklären, wie sie es gemeinsam schaffen können, berührte ich eine Gesetzmäßigkeit, apropos, da kann man ja eh nichts machen. In meinem Fall, sie sind halt einfach noch zu klein dafür. Es stimmte in dem Fall, Joshua schaffte es alleine nicht und Arnold schaffte es alleine nicht. Doch als beide das, was jeder von ihnen konnte, reingab, sah es plötzlich ganz anders aus. Joshua legte zum Beispiel Arnold die Hose schön hin und half ihm, das richtige Bein ins richtige Hosenbein zu stecken. Das schaffte Arnold noch nicht. Dafür zog Arnold zum Beispiel anschließend die Hose selber hoch. Das schaffte Joshua bei Arnold nicht. Für Arnold war es aber ein leichtes. So schafften sie gemeinsam, ohne Hilfe von außen, was eigentlich beide nicht konnten. Dieses Erlebnis hat mich so begeistert. So läuft das doch. Du schaffst es nicht, diese Welt bleibend zu verändern und ich schaffe es wirklich auch nicht. Doch das heißt nicht, dass man eh nichts machen kann. Denn wenn jeder das, was unser Schöpfer so Wunderbares in jeden hineingelegt hat, reingibt, dann wird doch Unmögliches möglich. Und was wir eigentlich wirklich nicht können, vermögen wir dann eben trotzdem. Gemeinsam.